wir da die Fackel mitnehmen? Oder sonst noch was? Dieser Helm ist verrostet und alt. Kein Wunder, dass er sich wirfen lässt. Mhm. Okay, aber wir müssen hier nochmal zurück und da was holen. Jetzt können wir die Uhr anschauen. Jetzt haben wir einen Darmknäuel. Ja, da fehlt natürlich was. Das ist klar. Jok, Jok, Mariana ist an einem Fisch. Nein, sowas unterliegt was. Oh. Ich muss die Schlange besänftigen. Nur nimm das da oder das da. Meine geliebte Tochter Adele, sie ist jetzt erwachsen. An ihrem heutigen 20. Geburtstag schenkte ich ihr ein wunderschönes Porträt, auf dem ihre Jugend und Schönheit erstrahlt. Sie ist erwachsen, liebt ihren Vater aber immer noch genauso. Ich wollte eigentlich die Seite... Okay. Ja. Gestern erwarb ich eine alte Uhr von einem Trödler. Er behauptete, dass die Uhr eine Art Geheimnis verbirgt. Allerdings wäre es schon toll, wenn sie die richtige Uhrzeit zeigen würde. Aber etwas hat sich seit kurzem in ihrem Verhalten geändert, seit ich sie mit dem seltsamen Zigeuner gesehen habe. Er gestikulierte wild, während er eine goldene Statuette hielt. Seitdem lacht und bewegt sich er die höchst merkwürdig. Aha, okay. Da haben wir jetzt also den Schlüssel. Hier haben wir noch ein Schachbrett. Ah. Hier fehlen zwei Helden. Nein, sowas. Okay, was haben wir hier noch so? Gießen. Bei 38 Grad. Aha. Diese Papierpuppe braucht wirklich ein wirkliche Kleid. Aha. Was denn? Huch. Hier, ich stock duster. Ich kann überhaupt nichts erkennen. Nein, sowas. Was für Feuer. Vielleicht kann ich das noch gebrauchen. Was für ein schönes. Interessanter Kamin. Okay. Ja, hier haben wir die Teile noch nicht. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel, der mich jetzt derzeit nicht weiterbringt. Eine Garnrolle. Mir fehlen zwei Helden. Hier habe ich ein Ventilrad. Ich brauche Wasser. Ich brauche Wasser. Das tue ich. Vielleicht. Okay, jetzt habe ich eine Fackel. Und kann zumindest da mal Licht machen. Was ist da? Ah, ein Zeugs. Öl. Haben wir sonst noch was? Hier könnte ich ein Schlafmittel. Warum? Warum? Ah, du brauchst die Blume, okay. Mohnblumen, Kaktusblüte und Ziegenmilch. Jetzt haben wir das Schnittmuster. Und wir haben eine Speiche. Ich weiß nicht, was ich hier nähen soll. Ich hau dich gleich. Eine Gartenschere. Hier befindet sich nur noch eine Waage. Nein, sowas. Gibt es sonst noch irgendwas? Okay, da... Ah, die soll ich finden. Ist mir gar nicht aufgefallen. Okay, da haben wir noch eine. Da ist noch eine. Jetzt fehlt nur noch eine. Und die ist hier. Gut, ja, wir haben die Waage gefunden. Dann klatschen wir die mal ran. Was will man jetzt von mir? Die Saubervogel ist so ein Sauber. Flendoch! So. Nee. Sollen wir dem jetzt Vögel bringen, oder was? Ohne Linse kann ich keine Sternbilder betrachten. Oh, alter Schwede. Okay. Was haben wir denn da? Wir haben eine Gartenschere, wir haben eine Speiche, wir haben ein Schnittmuster. Das Schnittmuster
können wir da nicht... Ja, da können wir nichts machen. Öl bringt uns nicht weiter. Ventilrad, Speichel. Hier ist ja sonst nichts. Was soll ich denn hier noch machen? Ah, da fehlen mir zwei Helden. Dafür brauche ich Wasser. Magst du Ventilrad? Nimm Öl. Jetzt ist natürlich meine Fackel weg. Warum? Ah, vielleicht können wir... ich muss mal dahin. Das da drauf klappen. Und wir haben hier eine Speiche. Ich weiß nicht, was ich nähen soll. Da. Das sollst du nähen. Sei nicht so bescheuert. Aber gut, wir haben doch noch keinen Stoff. Oh. Seltsam Stab. Okay, also wir können etwas in der Eingangshalle tun. Ah ja. Da können wir das doch nicht aufstemmen. Da haben wir jetzt die goldene Sonne. Die pappen wir gleich mal dahin. Und dann haben wir noch was am Eingang zu tun. Also. Und, wir suchen seltsame Vögel, alles klar. Schaut aus wie Angry Birds. Habt ihr eigentlich schon mit gehört, dass es jetzt einen Film von Angry Birds geben soll? Was total beklopft ist, wenn man mich fragt, aber, da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich nicht hin. Aber gut, ja. Was soll man sagen? Bringe alle Wagen ins Gleichgewicht, nimm den Vogel, um ihn zu bewegen, und platziere ihn auf der Waage. Ah, der mag den nicht. Also der mag der partout nicht weg. Thank you.
Also irgendwie... Klopft. Ja, jetzt endlich. Juhu! Okay, jetzt haben wir also das da gefunden. Ja, okay, das mit dem Schimmel soll ich ja. Verwende den Mond und die Sonne, um die richtige Uhrzeit einzustellen. Aha. Soll das gehen? Okay. Wir haben eine Herzfigur gefunden, die wir hier unten reinknallen. Es tut mir leid, dass ich jetzt so still werde. Ein Feuerlöscher. Okay. Aber irgendwie... Ja. Das Spiel ist... Abgeschlossen. Ja, ich weiß, dass es abgeschlossen ist. Da, Schlüssel drehen. Aufmachen. Gib her. Huhuhu. Okay. Ein Schlafzimmer. Ah! Ah, ich sehe schon. Okay. So. Das ist eine gute Frage. Ob das so dahin gehört? Außen. Und dann... Auch nicht. Blödsinn.
gehört denn das hin? Also das gehört bald dahin. Okay. Oh, und das gehört da. Loved my father so much. I just couldn't let him go. Ich habe meinen Vater so sehr geliebt. Ich konnte ihn einfach nicht verlieren. Was? Was hat das mit deinem Vater zu tun? Wird. Nix da. Ich benötige ein Schnittmuster, damit ich weiß, welche Teile ich benötige. Oh. Da, nimm Schnittmuster. Ärmel. Jetzt hau den Ärmel daran. Dann halt nicht. Ja, was soll mir das jetzt sagen? Wo kann ich alle Teile sammeln? Was sind für Teile? Ja. Oh. Ja, ich weiß. Ach so. Oh. Okay. Da, nimm. Schneider es. Ich befehle es dir. Ich bin nur die ganze Nadel. Ich benötige eine Nadel und keine Nadel. Na, sowas. So ein Zufall aber auch. Die nervige Schlange kriege ich immer noch nicht weg. Gibt es hier sonst was? Hier ein Puppenhaus. Da kommt das Mädchen hin. Das ist gruselig. Ah. Das wird lustig. Die Puppe fehlt. Besen? Ohne Besen nichts gewesen. Ich bin so blind. Das, was ich brauche, sehe ich nicht. Was ist das? Aber warum der 20-jährige ein Puppenhaus bei sich rumstehen hat, ist auch eine gute Frage. Ach, da war sie. Und dann brauche ich noch das Bild. Und das ist da. So, wir haben einen von den Helden. Abgeschlossen. Was Dünnes würde mit Sicherheit helfen. Und hier haben wir den zweiten Soldaten. Es ist zu weit oben. Ich möchte mir nicht die Beine brechen. Nein, so ist aber auch.